Und heute wieder, wie immer, All Black, oder? Ja, so wie es es gehört. All Black, Max. So, wollen wir mal angreifen hier in dem Haufen, ne? Jetzt haben wir es ja endlich geschafft. Jetzt müssen wir auch das Ergebnis mal zeigen. Fabian, wollte ich schon fast sagen. Max. Ja. Ist noch schwer geschwächt von den Felgenstrapazen. So, Ladies and Gentlemen, wir wollten euch ja nochmal das Endresümee von dem Max seinem wunderschönen, jetzt wunderschönen E46 Rocket Bunny zeigen. Da ist das schicke Teil und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal Step für Step durch, was wir da eigentlich gemacht haben, ne Max? Also, als allererstes hässliches Endline gekauft, E46 schwarz, um ins Studium zu kommen, ne? Studium mit beiger Innenstadt. Studium unerfolgreich abgeschlossen, E46 stand rum. Was mache ich mit dem E46? Flex dran halten. Ne? So ging die ganze Misere los. Erstmal Geld reinpulvern, mal gucken, wo die Reise hingeht. Und dann war dann irgendwann, also du hast ihn ja eigentlich einigermaßen fertig gebaut gehabt, ne? Aber dann war irgendwann die Reise zu Ende, die Liebe war weg. Und dann haben wir dir nochmal ein bisschen nachgetreten bei dir und haben dich nochmal hochgezogen und dann hast du quasi nochmal Vollgas gegeben. Das ganze Ding nochmal zerpflückt quasi. Ja, fangen wir jetzt mal vorne an. Also der Breitbau, das ist kein richtiger Rocket Bunny. Kit, ne, das ist von Diverix, ein Nachbau, quasi Originalform. Ah, Diverix. Diverix. Wer kennen sie nicht? Jo. Warum? Nicht von Rocket Bunny? Ist billiger oder? Erstens das. Zweitens, weil ich nicht aussehe für so, einsehe für so ein Kit 6.000 Euro auszugeben. Es ist letztendlich ein bisschen Plastik. Muss nicht sein. Da hast du vollkommen recht. Und was natürlich bei dem Teil jetzt der Fall ist, das ist ja ein das originale Rocket Bunny Kit, habe ich ja schon mal erzählt, gibt es nur für den M3. Und das ist ja ein originales Diesel-Coupé gewesen. Ja. Das heißt, der hat hinten andere Seitenteile als der M3. Und da ist das Kit auch ein bisschen anders gearbeitet. Auf die Coupé-Stoßstange und nicht auf die M3-Stoßstange. Also das Kit ist jetzt auf das ganz normale Coupé gearbeitet? Hinten. Ich habe quasi einen Mischmasch. Ach so. Also ich habe hinten auf normales Coupé und die Front habe ich komplett auf M3 umgebaut. Inklusive Haube. Haube, Kotflügel, Frontstoßstange, genau, Scheinwerfer. Es war ja original ein Facelift-Coupé, also der hat auch komplett andere Scheinwerfer gehabt. Ja, dann hat er eine Maxi, eine Carbonhaube drauf. Sah zwar nicht so schlecht aus, aber ich finde, dass das im komplett schwarzen Gesamtpaket dann doch ja, das geiler war halt ein bisschen sehr, es hat ein bisschen sehr rausgestochen und an dem Auto war halt sonst nichts Carbon und deswegen habe ich halt dann gesagt, okay, komm. Machen wir die wieder Runde. Also im Groben und Ganzen haben wir das Ding einfach nochmal auf links gedreht und einfach schöner gemacht. Das heißt, wir haben eine neue Haube draufgehauen, haben die lackiert, haben die Frontstoßstange nochmal lackiert, dann spielt... Die hat es ja mit Dose lackiert eigentlich vorher, ne? Das war aber eine andere Stoßstange. Also ich hatte vorher auch eine GFK-Stoßstange und jetzt haben wir nochmal eine originale M3-Stoßstange dran gepackt. Ganz einfach wegen den Gittern und wegen den Haltern und das ist alles ein bisschen schöner. Jetzt die andere Stoßstange war nicht so, von den Spaltmaßen her nicht so geil. Die war gar nicht mal so schlecht lackiert wie Spraydosenlackierung. Was man jetzt macht, ne? Ja, was optisch natürlich auch ein Highlight ist, wenn man da mal hier so neue Scheinwerfergläser reinmacht, gell? Als wenn die jetzt irgendwie so vermilcht und alt sind, das macht, ist das A und O, finde ich immer wieder. Ja, wie gesagt, insgesamt sieht halt das ganze Auto jetzt wieder wesentlich frischer aus und ich denke, für seine 320.000 Kilometer kann er sich sehen lassen. Ja. Ist da für ein Motor drin? 3 Liter Diesel, 204 PS haben die original. Und das ist nicht gemacht? Ja, na gut, ich habe jetzt noch einen anderen Ladeluftkühler reingemacht und Software scheint auch drauf zu sein. Aber weiß man nicht. Es ist noch ungeklärt, keine Ahnung. Auf jeden Fall genug schwarzer Ruß hinten raus. Das werden wir auf jeden Fall noch rausfinden, was daran liegt. Ja, dann hat der Max sich noch einen schicken Diffusor drunter gebaut. Ich war zwar erst skeptisch, ne, aber jetzt im Endeffekt sieht das Ding gar nicht mal so verkehrt aus unter dem Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das Problem beim E46 ist, dass der, selbst wenn er auf dem Boden liegt, hinten mega hoch ist. Ich weiß nicht, Fabi, kannst du mal... Man sieht ja jetzt, wo der ansetzt hier, der Diffusor. Da hängt das Ding einfach mega mit dem Arsch in der Luft. Und ja, ganz einfach, um das ein bisschen runterzuholen. Und auch irgendwie die Verbindung ein bisschen mit dem Heckspoiler zu schaffen, weil das Ding sieht natürlich schon wild aus da oben drauf. Alter, da hast du sogar alle Schrauben reingemacht hier. Ja. Hä? Mit Käppchen? Fragen mal. Mit Käppchen und allem drauf. Ja. Wie Sau. Ist das erst in den letzten 10 Minuten passiert oder was? Nein. Ich habe einfach mal gefragt, ob man den Rest reinmachen will. Ich habe den jetzt erstmal ohne Hebebühne montiert und dann bin ich nicht ganz bis drunter gekommen mit dem Akkuschrauber. Und als ich ihn dann auf der Bühne habe, habe ich schnell noch ein paar Schrauben reingejagt. Ja.
Genau, der Diffusor ist, weil irgendwie viele Fragen, der ist von Parts 33. Parts 33, bauen genau. Die nur für die Kisten? Die machen allgemein so einen wilden Driftkram. Da gibt es auch Überrollbügel und allen möglichen Scheiß. Ah. Und Shifter machen sie. Und, weil das ist schon eigentlich simpel, ne? Das sind so ausgelaserte Bleche, ja, genau. Ein bisschen gebogen und gewinkelt und gemacht. Und das macht eigentlich schon einen schmalen Fuß in so einem Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Ja, dann haben wir probiert, bei Max seinem Nachbau-Heckspoiler hier ein bisschen die Wellen rauszukriegen. Mit einigermaßen Erfolg, sage ich mal so. Also wir haben jetzt immer noch so eine leichte Spiegelung drin, aber doch schon ein gewaltiger Unterschied zu vorher. Ne? Wo halt das Fundament scheiße ist, kann man halt auch nicht viel rausholen, sag ich mal so. Ja, Max, ansonsten, das Leiden Christi mit den Felgen, das muss man jetzt nicht nochmal ansprechen, ne, würde ich sagen. Ich denke, das haben wir alle mitbekommen. Wir haben ja die Teile erst geklarlackt, da hat der Klarlack nicht gehalten. Den haben wir ja dann runtergepustet. Dann haben wir klar gepulvert. Da hat der Max schon wieder die komplette Krise gekriegt, deswegen hat sich Johannes da nochmal hingestellt, hat das alles runtergeschliffen. So, und dann 10 Minuten vor Angst sind wir auf die grandiose Idee gekommen, da einfach eine Keramikbeschichtung drauf zu machen, weil das ist ja im Endeffekt auch eine schließende Schicht, die wirklich das Aluminium schützt. Haben das Ganze beschichtet. Dann nochmal vielen lieben Dank an den Matze von Tiefglanzkonzepts, der uns da zeitnah die Beschichtung zugesandt hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bis jetzt funktioniert das ganz gut. Ne? Ich muss auch sagen, was ich jetzt so beim Waschen mitbekommen habe, geht mega. Also Kercher reinhalten und da fließt der Dreck quasi von alleine runter. Und dann nochmal mit dem Lappen. Das Ding. Also da verfängt sich jetzt auch nichts, weil wir haben da wirklich einen groben Schliff mit einer 240er Körnung reingeballert. Gell? Und es hat jetzt wirklich diesen Schliff schön aufgefüllt, dass man die Dinger jetzt wirklich schön reinigen kann. Ansonsten wird sich das wahrscheinlich, der ganze Dreck, wenn wir das jetzt so gelassen hätten, wahrscheinlich hätte sich der ein bisschen in dem Schliff verfangen. Ja, und dann im Innenraum hat sich auch noch einiges getan, was ihr noch nicht gesehen habt in den vorherigen Videos. Nämlich Max, seine Mom, hat hier auch nochmal Hand angelegt. Also im Innenraum, ne? Wir haben ja den Käfig und den Heckausbau, hat der Max ja jetzt passend zu der äußeren Optik gebaut. Geht mir den Sitz bewegt hier? Ja. Passend zur äußeren Optik gebaut, das heißt im Metall-Raw-Stil, der komplette Tank, Kompressoren, als auch den Käfig. Und dann noch die hintere Strebe für jetzt dieses Netz. Für das Netz, genau. Weil da ist ja original diese Rücksitzbank drin gewesen. Und da wäre jetzt der Kofferraum offen gewesen und da hat sich der Max ein gut und günstiges Netz bestellt im Internet. Und das war richtig scheiße. Wieder nicht wie auf der Abbildung mit solchen breiten Gurten, sondern mit solchen schmalen Fäden. Und deswegen hat sich der Max da einfach so einen Gurt auf Rolle bestellt. Also Meterware, das ist einfach ein Nylon-Gurt, ähnlich wie man jetzt hier, keine Ahnung, Sicherheitsgurt hat, quasi fast das gleiche. Und den hat meine Mama in Handarbeit zu einem wunderschönen Clubsportnetz verarbeitet. War natürlich auch ein bisschen aufwendig, vor allem das Ganze genau anzupassen, weil ich halt hier an den Seiten, der E46 hat einen grauen Teppich im Kofferraum und der hat da quasi an den Seiten, wo das Netz abschließt, so ein bisschen rausgeleuchtet. Und da haben wir halt jetzt dieses Netz genau hoch angepasst und oben halt mit den Schlaufen in das Rohr rein. Ganz einfach, damit der Kofferraum halt schön zu ist und damit man da nicht so reingucken kann. Hier ist Julian los. Ja, das Auto hat gemeint, es mag seine BBS-Logos nicht. Und ich habe tatsächlich eins verloren und da habe ich halt glatt nochmal 4 neue gekauft. Einfach weil es Spaß macht. Stand ja gerade ein bisschen im Fuß, ne? Jo, Max. Und bist du zufrieden jetzt hier mit dem Endergebnis? Hä? Ja. Hat Max gar nicht mehr gesehen. Da kamen mal die Schilder dran in dem Ding hier. Alter Fetzer. Ja, hab schon ein paar Kilometer runtergespult jetzt mit dem Ding. Ich muss sagen, das fährt mit den Rädern und allem, man meint ja, das würde komplett eklig fahren, aber dadurch, dass das Teil so breit ist, liegt es schon ziemlich stramm auf der Straße. Also es fährt wesentlich besser, als ich erwartet hätte. Also ist auf Luft das Fahrwerk, ne? Und ja. Was für ein Fahrwerk? Das ist ein GRS V2 mit einer Akku-R-Steuerung. Also da sind härteverstellbare Koni-Dämpfer drin. Ja. Es ist jetzt nichts Wildes oder nichts Überkrasses. Mal gucken, das bin ich ja noch nicht ganz so zufrieden. Ich überlege schon fast, ob man doch vielleicht zurück auf Gewinde geht. Ja, klar. Ja, sieht halt nicht so geil aus, aber ich nehme an, das gibt dem ganzen Tick nochmal einen fahrbaren Charakter. Ja, Ladies and Gentlemen, das ist er. Hä? Endlich ja, fertig. Innenraum war man eigentlich noch gar nicht fertig. Gut, die Sitze... die Sitze sind ja jetzt auch nicht, ne? Von schlechten Eltern. Ja, wie gesagt, da sind Holz reingekommen. Hat deine Mutter genäht, oder? Die hat tatsächlich nicht meine Mama genäht. Aber bezahlt. Auch nicht. Auch. Leider. In diesem Sinne, Mama. Ja, und Lenkrad ist an Alcantara bezogen worden.
die Seitenleisten, weiß nicht, hat man das schon gezeigt. Ja. Habe ich auch in dem Alcantara bezogen. Das Lenkrad, das hattest du wo? eBay, ich weiß nicht, kannst du nicht mehr sagen. Vorne links, oder? eBay vorne links. Vorne links habe ich das Lenkrad, ja. Naja, also da gibt es ja Firmen, die... Ja, da gibt es unterschiedliche Firmen, ich kann es ja nicht sagen, ich habe es nicht mehr im Kopf. War das eine Firma oder war das hier einfach, das ist jetzt fertig und das kann ich bestellen, Lenkrad? Nein, also ich schicke all das hin und... Ja genau, das ist im Austausch. Ja? Ja. Habe ich das nicht vor 2 Tagen noch hier gesehen, das alte Lenkrad? Ja. Ich habe beschlossen, ich... Nichts auszutauschen. Behalte den Pfand. Ach so. Also die dürfen meinen Pfand behalten. Ja. Goody. Rückleuchten noch rot, ne? Ja, die Rückleuchten, die hat man ja schon gefühlt vor einem Jahr rot lasiert. Das ist ja schon das ewig her. Das erste, was Dorn im Auge war, ne? Das ist hier perfekto, korrekto. Das ist aber auch so ein kleines Holly-Holding, ne? Immer so. Bei deinem Golf schon, beim Max deinem Golf schon. Immer komplett red. Ja, Ladies and Gentlemen, da würde ich sagen, Fabian, machen wir noch mal ein kleines Körnchen, ne? Und wie? Hättest du es gern? Wie immer halt, ne? Wie immer halt. Ja. Los geht's los, oder? Ja. Und los.